Leute, herzlich willkommen zum DFB-Pokal hier in Nürnberg. Stimmung ist schon mal super. Ja, dritte Runde, wie gesagt, Heimspiel, letztes Spiel im Jahr 2013. Jetzt hier Helmes kommt. Helmes muss gestört werden. Erste Möglichkeit, gut gehalten vom Mann hinten zwischen den Pfosten. Es ist nicht Rafael Schäfer, es ist jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Natürlich Patrick Rakowski. Der junge Mann hat sich seine Chancen verdient, hat bis jetzt in jedem Pokalspiel gespielt. Und ja, ich werde es immer öfters jetzt, glaube ich, machen, wenn es angebracht erscheint, dass ich ihn für Schäfer bringe. Einfach um ihm seine Möglichkeiten zu geben, seine Minuten. Um ihn aufzubauen. Sehr schöner langer Ball. Esswein kommt rein. Flankt in die Mitte. Ball kommt nicht an. War aber knapp. Kiyotake setzt sehr schön nach. Das ist Gebhardt. Vorne auf Cohen. Der geht sehr weit nach vorne. Versucht abzuspielen. Ball ist aber eher ungenau. Jetzt muss er zurück. Steht genau richtig vor Diego. Gebhardt kommt mit dem Ball nicht durch. Wieder Diego. Westergaard sehr weit vorne. Fehlpass. Das kann wehtun. Olic kommt da noch hin. Olic flankt. Klose klärt. Vollner mit dem Ball nach vorne. Das ist wieder Esswein. Findet vorne Sturridge. Der spielt ab. Das ist Gebhardt. Wird gefault. Muss erste Karte geben. Schiedsrichter macht genau das. Gibt die gelbe Karte für Josué, den Brasilianer, den Spielmacher. Ne, das ist ja Diego, aber den Mannschaftskapitän, ich glaube, der war Kapitän oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Und Tor, da ist er drin. Wer ist das denn gewesen? Esswein. Alex Esswein macht hier den Führungstreffer nach einer Viertelstunde. Super. Freistoß, der ist lang in der Luft. Oh, da pennt natürlich der gute Naldo hinten ganz, ganz arg. Und wir machen hier durch einen Kopfball. So oft kommt das auch nicht vor. Durch Esswein hier die Führung. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir sind ja öfters in Führung gegangen, auch gegen Hamburg. Aber es war dann einfach so, dass wir nichts nachlegen konnten. Und haben uns dann entweder den Ausgleich wieder eingefangen und am Ende teilweise sogar noch verloren wieder. Esswein, der scheint hier jetzt wirklich zu brennen. Cohen, sehr schön gespielt. Sturridge wird gefault von Diego. Cohen kommt nach. Gebhardt wieder auf Sturridge. Vorne auf Kiyotake. Der nimmt den Ball an. Dribbelt. Spielt ab. Gebhardt hat den Ball nochmal. Spielt in die Mitte. Hier muss er machen, Esswein. Macht er auch. Mensch, jetzt haben wir diesen Doppelschlag gelandet. Ah, da haben wir natürlich auch Glück, dass der Ball da abgefälscht wurde vom Wolfsburger. Unglückliche Abwehraktion. Schon wieder ist es Esswein. Also der nutzt die Chance hier. Der spielt ja für Sabitzer auf der Rechtsaußenposition. Sturridge jetzt. Also wir sind jetzt hier wirklich on fire, sag ich mal. Gebhardt nochmal rüber. Der hätte das vielleicht selber probieren können. Westergaard bei Helmes. Steht natürlich in dem Sinne natürlich sehr weit vorne jetzt, weil er Helmes hier decken soll. Das könnte vielleicht der Schlüssel sein, wo wir vielleicht nochmal ansetzen müssen. Jetzt Lenz mit der Flanke. Die ist nicht schlecht, aber Olic kommt da Gott sei Dank nicht an den Ball. Ja, mit Chandler. Ja, das war eine ganz wichtige Anekdote für Chandler. Also er wurde vor dem Spiel hier als stärkster Spieler auf dem Feld deklariert. Also noch vor Diego und wie sie alle heißen. Also das ist eine schöne Entwicklung für den 23-jährigen US-Amerikaner. Ich denke mal, er müsste auch Nationalspieler sein. Ja, meine Wenigkeit tigert da auf und ab. Also ich denke mal, der weiß ganz genau, dass es zwar jetzt endlich mal, das wurde nur nachgelegt wurde von meiner Mannschaft, aber ist natürlich trotzdem noch keine Garantie. Wolfsburg ist immer brandgefährlich, die haben die Spieler wirklich dazu. Und Pogatetz klärt jetzt hier vor Sturridge, also dem würde ein Tor auch nochmal gut tun. Olic mit dem langen Ball, da ist Westergaard, der schmeißt sich dazwischen, kommt da leider nicht mehr an den Ball. Lenz jetzt, Pinola versucht zu klären. Ist jetzt nicht mehr am Ball, fault ihn von hinten, das könnte böse enden. Das hätte nochmal seine Karte geben müssen, ganz zwingend. Minimum gelb hätte es geben müssen. Ja, der Schiedsrichter ist hier gnädig. Freistoß Diego geht knapp am Tor vorbei. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube, da wäre Rakowski nicht dran gekommen. Also der machte nochmal eine ganz unangenehme Flugkurve in Richtung Tor gegen Ende, aber zum Glück für uns zu spät. Abstoß kurz vor der Halbzeit. Kiyotake. Nochmal nach vorne, Sturridge kann querlegen, spielt den Ball zu Gebhardt, der hat die Möglichkeit. Ach, knapp am Tor vorbei, also es hätte sein müssen. Das hätte man dann schon fast hier als Entscheidung dann abstempeln können. 3-0 zur Halbzeit, ich bin mir nicht sicher, ob Wolfsburg dann nochmal zurückgekommen wäre.
Ist nicht so passiert. Wir stehen weiterhin bei 2:0. Nochmal jetzt nach vorne. Cohen erobert den Ball. Er macht ein gutes Spiel jetzt in der ersten Halbzeit. Das ist der Torschütze. Esswein. Langer Ball auf Gebhardt. Seinen Linksaußenpart. Der flankt in die Mitte. War aber abseits. Sehr spät angezeigt hier vom Schiedsrichter gespannt. Nochmal langer Ball. Das ist Lenz. Der steht ganz alleine. Flankt nach vorne. Tim Klose sehr sicher. Ja, Tim Klose hat ja in der Woche so ein bisschen gemault. Er wollte besser bezahlt werden, obwohl er 1,2 Millionen verdient. Sturridge war fast durch. Esswein jetzt. Kann er flanken? Flankt rein, aber das ist kein Problem für Benaglio. Ja, hätte unser englischer Stürmerstar da vorne eventuell auch selber gehen können in dieser Situation. Er hat den Weg nochmal rausgewählt. So kann ich auch damit leben. 3:2 in den Chancen. Es steht 2:0 für uns. Sehr, sehr gute Chancenausbeute. Wir gehen hier in die Halbzeit. Konzentriert euch und wir sind in der nächsten Runde, sage ich zu den Spielern. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Wir loben Rakowski, motivieren hier Yannick Westergaard. Der macht es aber eigentlich nicht schlecht, zumindest im Moment mit der Manndeckung. Esswein natürlich loben. Wir können auch mal Sturridge vorne nochmal motivieren. Und die drei Massagen, die offensichtlich sind, die führen wir auch noch durch. Und dann geht es sofort hier in die zweite Halbzeit. Wäre mir sehr gut gefallen, dass sie Almer Cohen, der hier nur mit einer 3,5 angegeben wird, meiner Meinung nach einiges besser sich hier präsentiert in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es geht so weiter. Jetzt muss Wolfsburg natürlich ein bisschen aufmachen. Die müssen jetzt kommen. Bin sehr gespannt darauf, wie meine Mannschaft es annehmen wird. Das ist Lenz. Der spielt vorne hin. Westergaard hat aufgepasst gegen Helmes. Cohen schlägt den Ball raus. Sturridge nimmt ihn an. Abgeblockt vom Wolfsburger. Langer Ball nach vorne. Das ist Helmes. Vollner muss hin. Macht er sehr gut. Sturridge wartet ab. Spielt nochmal zurück. Vollner wieder. Der ist jetzt im Moment überall. Sturridge. Schöner Ball. Kiyotake. Spielt raus auf Esswein. Jetzt kommt der Engländer in der Mitte wieder nach. Aber Essweins Ball ist nicht gut genug, um ihn da in Szene zu setzen. Chandler erobert den Ball. Spielt nach vorne. Kiyotake. Auf Sturridge. Der schießt. Gehalten von Benaglio. Ja, der eigentlich normalerweise ein sicherer Rückhalt ist für seine Truppe. Für die Wolfsburger, jetzt schon seit Jahren Stammtorwart ist. An den Toren konnte er nichts machen. Das war natürlich gut herausgespielt für uns. Jetzt muss Pinola hin. Pinola ist immer noch schnell, obwohl er mittlerweile auch schon zu den Ü30ern zählt. Kiyotake, super Ball raus auf Gebhardt. Da kommt er hin. Kommt er hin. Er spielt ab, aber der Ball ist nicht präzise genug. Wolfsburg kann klären. 56 Minuten vorbei. Westergaard sehr gut vor Helmes. Cohen. Sieht Kiyotake, der sieht Sturridge, aber Wolfsburg, die stehen jetzt sehr weit vorne. Verteidigen sehr offen. Abseitsfalle packt in diesem Fall. Wir werden natürlich jetzt Raum bekommen. Von daher, das Konterspiel ist natürlich absolut richtig. Westergaard vor Helmes kommt da. Gebhardt hin, macht er sehr gut. Vollner, Esswein, lang nach vorne. Wolfsburg klärt. Es wird jetzt gefährlich. Sehr, sehr viele Spieler vorne. Esswein macht es klasse. Sturridge. Gebhardt. Gebhardt nochmal rüber. Jetzt kommen wir mit vielen Spielern nach vorne. Das ist Esswein. Langer Ball. Gebhardt ist zwar schnell, aber Trech auf Wolfsburger Seite genauso. Der erobert den Ball, spielt ihn nach vorne. Josué. Diego hat Platz. Das ist nie gut. Wolfsburg steht jetzt sehr weit vorne. Olic. Chandler stört. Schäfer, den darf man nicht flanken lassen. Flanke. Westergaard ist zum Glück groß genug. Tim Klose. Kiyotake jetzt. Almer Cohen spielt nach vorne. Ich werde die Chance jetzt mal nutzen. Werde jetzt hier, kann der Esswein auf der linken Seite, links außen, er verliert ein bisschen. Julian Wiesmeier, können wir ein bisschen aufbauen. Die Form ein bisschen hier, der kommt jetzt auf die linke Seite. Esswein ist auch ein bisschen müde, dafür kommt Sabitzer, also wir wechseln mal hier die Flügel munter durch. Letzten paar Minuten jetzt hier in dieser Halbserie. Nur das Jahr 2013 geht hier zu Ende. Ich hoffe, wir schaffen es, die letzten 25 Minuten knapp noch mit Nachspielzeit hier ordentlich über die Bühne zu bringen. Ja, dass wir hier einfach die vierte Runde erreichen können, das würde nochmal ein bisschen extra Budget geben, vielleicht nochmal ja, für die Transfergelder, eventuell können wir nochmal ein bisschen was nachlegen im Winter. Vielleicht auf der Sturmposition jemand noch Junges. Sehr schön erobert hier von Cohen, macht er klasse. Sabitzer im ersten Einsatz. Nach der Einwechslung, sein Ball kommt nicht an. Jetzt da kommt Helmes. Helmes spielt lang. Chandler ist nicht so schnell wie Olic. Olic flankt, Westergaard. Schlechter Ball von Olic, Gott sei Dank. Ach, Fehlpass. Ist bloß nicht einschlafen da hinten. Olic kommt noch an den Ball. Aktion für Rakowski macht er ganz sicher im Stile eines erfahrenen alten Torwarts. Er setzt hier Schäfer sehr gut.
Was war das? Handspiel, dachte ich fast, aber es war abseits. Ja, man kann es nicht gut erkennen. Wird wohl stimmen. Simon Kjær, der überraschenderweise hier nur Ersatz ist in Wolfsburg, kommt für Josué. Rakowski jetzt. Langer Abschlag. Wolfsburg gewinnt den Kopfball. Vestergaard steht sehr weit vorne, hat aber Helmes da gut unter Kontrolle. Pinola kann erst klären, dann kommt Lenz nochmal an den Ball. Foul jetzt von Vestergaard, gibt wieder keine Karte. Also da ist uns der Unparteiische hier wirklich sehr gesonnen. Ist natürlich trotzdem eine ganz, ganz üble Freistoßposition. Das wird sehr gefährlich. Ich rechne mit einem guten Freistoß. Was für eine Parade von Rakowski. Ganz, ganz stark. Jetzt kommt Wolfsburg. Wirklich hier mit Nachdruck. Kiyotake, jetzt können wir kontern. Sturridge macht das Weltklasse. Spielt raus auf Sabitzer. Sabitzer kann gehen. Spielt nochmal raus. Wiesmeier gegen Drech. Fault ihn. Das gibt jetzt keine Karte. Also es ist unglaublich. Also was wir hier schon gefault haben. Wir stehen hier immer noch mit keiner Karte da. Kohlen wird jetzt ein bisschen müde. Ich werde aber Plattenhardt noch für Pinola ins Spiel bringen. Also jetzt wirklich eine ganz, ganz junge Truppe hier auf dem Platz. Kein Simmons, kein Schäfer, kein Pinola jetzt. Also das ist jetzt hier Jugend forscht. 85 Minuten vorbei. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt wirklich noch mit 2:0 hier über die Bühne bekommen. Ja, der Kopfball ist ungefährlich. Da standen hinten aber auch sehr, sehr viele Nürnberger Köpfe und Beine im Weg. Kein Vorbeikommen für Wolfsburg. Abschluss war nicht so wirklich optimal. Gladbach jetzt oben in Führung gegangen durch De Camargo gegen Stuttgart. In der 88. Also späte Entscheidung da wahrscheinlich. Das ist ein super Ball. Sturridge, der ist schnell genug, ist aber leider abseits. Schnell gespielt, ja, da steht er doch ein bisschen. Bisschen weit vorne, also es sah im ersten Moment eigentlich ganz okay aus, als könnte das hier wirklich eine Möglichkeit werden für uns, das wirklich den Sack hier zuzumachen. Lenz steht wirklich sehr alleine vorne, das ist ein guter Ball, und was für eine Parade wieder, also Rakowski hinten. Also er lässt hier wirklich Schäfer vergessen, man merkt gar nicht, dass da hinten so ein junger Spund im Tor steht, also der hält hier wirklich alles heute. Eckball Wolfsburg, Vierinha, letzte Möglichkeit, Sabitz erklärt, schlägt das Ding raus, Schäfer nochmal. Er wird ihn jetzt lang bringen. Wolfsburg im Abseits. Meine Abseitsfalle packt hinten zu. Ja, da hinten sieht man es ganz deutlich. Es sind schon zwei Spieler, die da im Abseits standen. 90+1, Nachspielzeit läuft. Vierte Runde, wir kommen. Ich denke mal, das kann man jetzt fest sagen. Sabitzer, nochmal langer Ball nach vorne. Was haben wir da vorne im Platz? Sturridge, der hätte gehen können, spielt nochmal auf Wiesmeier ab. Wiesmeier jetzt, Flanke. Benaglio, ja, das haben wir verschenkt. Bin den Jungs aber nicht sauer, also... Hätte es jetzt 0-0 gestanden, hätte ich jetzt hier getobt, die Rumpelstilzchen. Ich bin ganz locker. Schiedsrichter guckt auf die Uhr, pfeift ab. Die vierte Runde kann gebucht werden. Julian Wiesmeier freut sich hier. Ja, Simon Kjær guckt ein bisschen grimmig da aus der Wäsche. Ganz klar, der hätte auch gerne von Beginn an gespielt. Ja, ich freue mich. Das war wirklich ein schöner Jahresabschluss. So wie ich mir das gewünscht habe. Endlich nochmal eine gute Leistung von uns hier im 3D-Spiel. Gegen den VfL Wolfsburg können wir die nächste Runde klar machen. Gut, Leute, sehen uns gleich im Nachbericht. Dann auch noch die Auslosung für die vierte Runde. Wird spannend. Bis gleich.